Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 65, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Hier haben die Kollegen der LINKEN darum gebeten, dass wir getrennt abstimmen, die Petition 3369/19, 3375/19, 3631/19 und 3935/19. Können wir das en bloc machen oder müssen wir das einzeln machen? Kann en bloc gemacht werden. Nein, einzeln. Also gut, dann lassen wir abstimmen. Beschlussempfehlung 3369/19. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Das war das ganze Haus mit Ausnahme der Fraktion DIE LINKE. Damit ist die Beschlussempfehlung zugestimmt. 3375/19. Wer ist dafür? CDU, SPD, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Damit so beschlossen. 3631/19. Wer ist dafür? CDU, SPD, FDP, GRÜNE. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE. Was? Nicht? Keiner dagegen. Wer enthält sich? Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Und 3935/19. Wer ist dafür? CDU, SPD, FDP, GRÜNE. Dagegen DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Enthalten tut sich keiner. Dann sind die Beschlussempfehlungen von diesen vier Petitionen so beschlossen. Jetzt machen wir die Gesamtabstimmung über die Beschlussempfehlung Drucksache 19/5395. Wer stimmt zu? Wer ist dagegen? Keine. Einstimmig dann so beschlossen. Dann kommen wir zur Tagesordnungspunkt 61, Beschlussempfehlung und Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses 19/5391 zu 19/5164. Berichterstattung ist nicht gewünscht. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? FDP. Wer enthält sich? SPD, die Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Dann ist das so beschlossen. 62, Beschlussempfehlung, Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses 19/5392 zu 19/5172. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die SPD. Dann ist die Beschlussempfehlung so gefasst. 63, Beschlussempfehlung, Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses 19/5393 zu 19/5201. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD, die Fraktion DIE LINKE, die Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die FDP. Dann ist die Beschlussempfehlung so genehmigt. Dann ist 64, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft, Verbraucherschutz 19/5397 zu 19/5390. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Fraktion DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk. Wer ist dagegen? Die FDP. Langt nicht ganz, René. Damit ist mit Mehrheit die Beschlussempfehlung so ebenfalls beschlossen. Dann wären wir am Ende der Sitzung. Ich weise Sie noch darauf hin, dass nun der Dokumentarfilm Der Auftrag Luther, Tobias, Der Auftrag Luther und die Johanniter im Medienraum gezeigt wird. Im Anschluss in der Eingangshalle ein Imbiss statt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Gehen Sie bald Zeit ins Bett, damit Sie fit sind für morgen früh die Plenarsitzung. Alles Gute. Die Sitzung ist geschlossen.